Willkommen zurück bei Sunhaven. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein Abo ist umsonst und ein Daumen nach oben auch. Außer auf Twitch, da kostet das Abo Geld. Einen Daumen nach oben gibt's da nicht. So. Wir wollen jetzt zum Weltendrachen gehen. Dafür müssen wir hier zum großen Baum. Navari hieß der Drache, ne? Ich glaube schon. Da wollen wir da mal hingehen. Ah, Katzin. Du bist immer noch in Elvari. Pass besser auf, wo du hingehst, Potato. Du bist in unserem heiligen Baum. Ich bin hier, um mich mit Gorwin zu treffen. Zunächst einmal ist es Elder Gorwin. Und er ist gerade ganz oben im Ratssaal, fleißig bei der Arbeit und lässt sich nicht stören. Wie kann ich ihn erreichen? Gar nicht, okay? Hast du mich nicht gehört? Er ist auf der Spitze des großen Baums im Ratszimmer. Es ist unmöglich, dass jemand wie du dort hinaufkommst. Wesley, sie könnten doch einfach den Windlift nehmen. Nein, Slade. Ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass ein Außenstehender den Windlift benutzt hat. Wir können auch nicht einfach so eine jahrelange Tradition über Bord werfen. Das ist ein bisschen hart, findest du nicht auch, Wes? Tradition aufrecht zu halten ist nicht hart. Dies ist der heilige große Baum von Elvari. Es spielt keine Rolle, was du denkst. Die Tradition von Elvari müssen immer an erster Stelle stehen. Ich muss mit Gorwin sprechen. Kann ich den Windlift benutzen? Ich muss mich entschuldigen, aber leider kann ich Wesleys Wünsche nicht einfach ignorieren. Gibt es einen anderen Weg, wie ich Gorwin erreichen kann? Ohne den Windlift zu benutzen? Es muss doch einen anderen Weg auf den Baum geben. Na gut, wenn du es wirklich so dringend brauchst. Es gibt noch einen anderen Weg den Baum hoch, aber er ist gefährlich. Gefährlich? Nun, vor langer Zeit, bevor der Windlift erschaffen wurde, gab es eine andere Möglichkeit, den Baum zu erklimmen, aber er wurde schon lange nicht mehr benutzt. Der Rat ließ an der Außenseite des Baumes Plattformen bauen, auf denen die Elvarians laufen konnten, damit jeder in den Ratssaal kommen oder gehen konnte. Und was passierte? Nun, er war stabil und sicher, aber wir haben sie seit vielen Jahren nicht mehr gebraucht. Da er so baufällig war, fürchte ich, dass das meiste davon weggebröckelt ist. Ehrlich gesagt, wäre es geradezu gefährlich, diesen Weg zu nehmen. Wo kann ich ihn finden? Wenn du dir wirklich sicher bist, findest du den Eingang zum alten Pfad direkt an der Treppe. Sei einfach vorsichtig. Es gibt einen guten Grund, warum er seit hunderten von Jahren nicht mehr benutzt wurde, weißt du? Danke für die Warnung. Wir haben den Weg auch schon zurückgelegt. Wir wissen genau, wo wir hin müssen. Außer es hat sich jetzt hier alles verändert. Ah, da war ja auch der Windlift, stimmt. I see. Ich komme über diesen Pilz immer noch nicht hinweg. So. Und da sind wir doch da. Oh, jetzt muss noch weiter nach oben. Okay, jetzt wird es vielleicht doch noch gefährlich. Mal sehen. Ah ne, hier ist einfach reingehen. Easy. Oh, bist du das, Potato? Warum kommst du vom alten Pfad? Warum hast du nicht den Windlift genommen? Wes hat mir gesagt, dass ich den Windlift nicht benutzen darf. Aha. Ältester Gorwin, es tut mir leid, ich habe Potato gesagt, dass sie unseren heiligen Windlift nicht benutzen dürfen, aber sie sind trotzdem auf den Baum geklettert. Oh, Wesley, Potato kann den Windlift gerne benutzen, wie er will. Er ist für ihn genauso wenig zugänglich wie für dich oder mich. Das ist irgendwie falsch übersetzt. Außerdem habe ich Potato schon vor Tagen hierher eingeladen. Du hättest es besser wissen müssen, mein Auszubildender. Ich dachte, Wesley ist dein Assistent. Ist er auch. Aber er ist auch mein Lehrling. Er meint es wirklich gut, aber er muss noch viel lernen. Zum Beispiel, wie man Gäste und Freunde behandelt. Von nun an darfst du unseren Windlift benutzen, wann immer du willst, Potato. Hast du etwas gesagt, Wesley? Oh, nein, ältester Gorwin. Ausgezeichnet. Ho, 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 ho. Potato, du weißt sicher, dass ich dich nicht zu mir gebeten habe, nur damit mein Lehrling dich aufhalten kann. Du bist dabei, Nivara, den Welddrachen zu treffen. Das ist ein Moment, der gefeiert werden sollte, findest du nicht? Ich denke schon. Ich freue mich, dass wir so gleichgesinnt sind. In meiner ganzen Zeit als Ältester hat noch nie jemand aus einem Ort wie Sunhaven mit Nivara kommuniziert. Für mich ist das ein bedeutendes Ereignis und deshalb möchte ich dir das hier anbieten, Potato. Was ist das? Dies ist ein Zweig, der aus der Krone unseres großen Baums gepflückt wurde. Betrachte ihn als eine Art Segen von mir, für dich. Es ist ein Zweig vom großen Baum?
Mit diesem Zweig wird der große Baum von Nelvari immer bei dir sein. Betrachte ihn als ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich hoffe, dass sich die Freundschaft mit der Zeit auf alle Nelvari ausweiten wird, aber ich bin sehr alt und das Alter hat mich gut im Warten gemacht. Es macht mir also nichts aus zu warten. Das könnte noch ein langer Weg sein, das hoffe ich auch. Wie auch immer, danke, dass du mich besucht hast, Potato. Ich wollte dir dieses kleine Stück Nelvari mitgeben, bevor du dich mit dem Weltdrachen triffst. Es mag ein bescheidenes Zeichen sein, aber ich hoffe, dass die kleine Stärke, die es vermittelt, dir während deiner Zeit in Nelvari helfen wird und für alle weiteren Reisen. Danke, ältester Gorwin. Dann verschwende bitte keine Zeit mehr, Potato. Der Weltdrache erwartet deine Anwesenheit in seinem Heiligtum im Norden. Also gut, los geht's. Truhe klauen? Geht nicht. Gewidmet Glims, TC und Zocki, den Freunden des Waldes. Zu Ehren von Scotland Kemper, der in der Legende lebt. Ach so, das sind die Patreon, oder nicht Patreon, Kickstarter-Unterstützer, glaube ich. Aber was heißt jetzt im Norden? Wie geht's denn jetzt zum Drachen? Sind wir denn? Ach, wir sind im Baum. Ah, okay, I see, wo wir hin müssen. Ich weiß es. Hä? Ach so. Okay, dann gehen wir mal zum Drachen. Bin ich immer sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob wir heute noch den Rivergate Jahrmarkt finden werden. Ich muss auch mal alles mit Karneval und sowas übersetzen zu Jahrmarkt. Der älteste Gorwin sagt, Nivara ist bereit, mich auszubilden. Darf ich passieren? Hallo? Ich kann niemand Nivara sehen lassen. Aber der Älteste hat mir gesagt, dass ich Nivara sehen kann. Ich kann nicht denken. Richtig. Geht es dir gut? Iris. Die Augen des Wesens werden leicht trüb und es scheint dich nicht mehr zu bemerken. Es hat den Namen Iris gesagt. Vielleicht solltest du Iris fragen, was mit ihm los ist. Natürlich kann es nicht so einfach sein. Aber hier waren auch einmal alles übersetzt, ne, hier rechts. Ich glaube schon. Das war Opal? Wo war nochmal Iris? War Iris nicht... Nee, Iris war nicht... Oder war... Nee, Iris war nicht drin im Baum, oder? Hier ist ja Iris Haus. Ja. Aber ich kann da nicht rein, ne? Nee. Da muss ich erst besser befreundet sein mit Iris. Ach, da sitzt ein betrunkener Bär. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das war Engel. Engel ist es nicht. Engels Kraft-LP ist es nicht. Wir sehen uns. Okay, das ist ein von Honig besoffener Bär. Okay. Das ist Winnie the Pooh. Da muss man mal nach Iris suchen, ne? Irgendwo muss sie ja sein. Iris, wo bist du denn nur hin? Ich weiß es leider nicht. Kann ich hier mal schauen, ob ich hier irgendwo Iris sehe? Ah, da ist er so. Wird er sogar markiert. Ah, okay. So. Oh mein Gott. Okay, mit der Karte zu navigieren ist ein bisschen schwierig. Ah, die ist hier, okay. Wild benimmt sich komisch? Das hat mir Sorgen gemacht. Das Baumvolk hatte in letzter Zeit Probleme. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist, aber das ist ein Problem für einen anderen Tag. Im Moment braucht Wild Hilfe, sonst schläft er ein und braucht eine Infusion von Mana. Die Zeit dringt, also musst du schnell handeln. In den Wäldern gleich außerhalb von Nelvari findest du Seelensaftbäume. Sie sehen aus wie normale Bäume, aber ihr Saft hat mächtige Eigenschaften, die wir nutzen können, um Wild zu helfen. Fällt die Seelensaftbäume und bringt mir 6 Seelensäfte. Kannst du das tun? Ich würde mit dir gehen, aber es ist das Beste, wenn ich in Nelvari bleibe, okay? Denk dran, dass du überall in den Wäldern außerhalb der Stadt Seelensaftbäume finden kannst. Oha. Da ist was. Wenn man die Maus drüber macht, ist es falsch übersetzt. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, wie das entsteht, der Fehler. Wirklich nicht. Oh, und das ist auch ein bisschen weird. Ihr habt nichts gesehen. Psst. Psst. Ihr habt nichts gesehen. Psst. Übersetzung ist perfekt. Nein, das ist natürlich nicht perfekt. Aber ich habe heute 10 Stunden hier gesessen und das alles gemacht. Und dafür ist es schon okay. Sind das die Bäume hier? Nee, das sind doch einfach nur neue Bäume. Ich glaube, ich habe hier irgendwann gar nicht so
Wir haben keine Axt, mit der wir nutzen können. Weil wir Erkundung Level 40 brauchen. Das ist ein dezentes Problem. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass das jetzt mit einem Patch gekommen ist, dass diese Requirements für die Waffen drin sind und so. Das ist ein dezentes Problem. Ich weiß auch nicht, ob wir noch Eisenbahnen haben, um noch was anderes herzustellen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein wirklich dezentes Problem. Ein dezentes Problem, was wir lösen müssen. Können wir die Gießkanne wenigstens nutzen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, Bergbaufähigkeit. Achso, man kann dann Bergbaufähigkeit leveln, okay. Dafür brauchen wir Adamanterz und so. Aber wir brauchen die Erkunden eigentlich. Für Erkunden brauchen wir Seegras jede Menge. Okay. Level 30 könnten wir machen. Die Frage ist halt, können wir die Axt für Level 30 herstellen? Adamant. Habe ich aber bestimmt nicht mehr da. Doch, wir haben ein paar Adamantbarren. Ich weiß nicht, ob das reicht. Reicht, aber dauert 5,5 Stunden im Spiel. Na toll. Das ist ja wunderprächtig. Vielleicht können wir ja eine Erkundungspotion bauen, aber ich glaube, das wird auch nur ein Level abgeben oder so. Also so haben sie das jetzt gemacht. Dass man dann so Potions herstellen kann. Indem man dann die Sachen schneller leveln kann. Ja, wir haben zum Glück so viel Müll an unserem Strand derzeit. Wir leveln ja auch gerade Erkunden. Dadurch, dass wir das machen. Vielleicht reicht es ja irgendwie. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird. Ich glaube da nicht dran, aber... Schauen wir mal, vielleicht reicht es ja doch. Aber es kriegt mir was ein Level ab. So. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ich weiß. Was soll man machen? Es wurde halt alles verändert. Ich hatte die besten Sachen alle. Und ich kann die jetzt halt nicht mehr nutzen, die besten Sachen. Auch meine Rüstung. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch einen Effekt hat, wenn ich die anhabe. Weil die ja eigentlich auch viel zu hoch ist vom Level. Deswegen kann ich auch nicht ausziehen jetzt, um auszuprobieren, ob die noch einen Effekt hat. Weil wenn ich die ausziehe, dann kriege ich sie vielleicht nicht wieder an. Wenn ich sie nicht wieder ankriege, weiß ich, okay, die Rüstung hat ja vielleicht einen Effekt. Und dann hat sie den halt nicht mehr danach. Das ist das Problem, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe es doch auch nicht. So. Nein, 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 nein. Gibt es hier auch noch ein bisschen was zum Aufsammeln? Ja, klar. Lass mich raten, meine Waffe kann ich auch gar nicht nutzen, ne? Nee, benötigt Level 40 Kampf haben wir auch nicht. Wir können nicht was mehr unser Schwert nutzen. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Das finde ich jetzt wirklich schade. Ach ja, und wenn man sich anguckt, wie viel Erfahrungspunkte wir schon in den einzelnen Dingen haben hier. Wir brauchen 1035 für ein Level Up, das ist schon ganz schön viel. Wir können ja mal gucken, ob diesen... Ach, das Problem ist, das muss ja auch wieder an dem hier hergestellt werden, ne? Das ist das Problem. Selbst wenn wir es tatsächlich herstellen, dann bringt es trotzdem nicht so viel, weil... Oh. Ein Fertigkeitspunkt, aha. Aber es gibt doch einen Fertigkeitspunkt, kein Level Up, oder? Es sind nur Fähigkeiten quasi, es ist ein Fähigkeitspunkt. Hm. Aha, Buschhosen.
Wir haben die Rüstung an, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob die nur kosmetischen Effekt hat. Wir können ja hier die Werte sehen, aber... Verteidigung 80. Also, das sieht so aus, als hätten wir das hier drauf, ne? Ja, ich glaube schon. Da wir das schon ausgerüstet hatten, alles gut, aber... Wird halt alles ein bisschen schwierig jetzt. Wir müssen leveln. Leveln, leveln, leveln. Dafür brauchen wir das neue Axt, weil dann können wir nämlich anfangen zu leveln. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir haben schon relativ spät, aber dann gehen wir jetzt mal nach Rivergate. Wir haben auch nicht mehr so viel zu entdecken, glaube ich, mit Rivergate, deswegen... So. Also ich weiß es auch nicht, vielleicht haben wir noch mega viel zu entdecken hier in Rivergate. Wir gehen auf den Jahrmarkt. Und da werden wir gleich mit dem Rollercoaster fahren. Ja, das wird wunderbar und super toll. Ihr werdet es schon sehen, Mann. Ready or not, here I come. Wir laufen durch die Straßen wie ein krauliger Köter. Ich weiß es da auch nicht, was ich hier sage. Irgendwas muss ich ja sagen. So, Jahrmarkt. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam. Bam, badadadadam. Können wir damit fahren? Das ist ein super schneller Minizug, den sie Achterbahn nennen. Ich bleibe lieber bei normalen Zügen, die von den Drachen gefahren werden. Danke. Nein! Warum können wir den nicht fahren? Das ist unfair. Nein, ich will den fahren jetzt. Hier geht's einfach wieder raus? Nee. Nee, hier ist auch noch was. Ich erkenne dich nicht wieder. Bist du neu? Ich bin Potato und wer bist du? Nenn mich Suri. Sag mir Bescheid, wenn du das Rad drehen willst, ja? Mit dem Riesenrad fahren, ja? Ja, machen wir. Also gut, steig in den Wagen. Yay, Riesenrad. Mögt ihr Riesenräder? From way up on the Ferris wheel, you smell something suspicious. It seems like somebody went around the Ferris wheel on one time too many. Achso, ich rieche was Verdächtiges und es wirkt so, als wäre jemand einmal zu oft mit dem Riesenrad gefahren. Ich glaube, das ist ein Kotze. So schnell ist es doch aber gar nicht. Okay, ich halt den Geruch nicht aus und meine Schuhe kleben am Boden und sowas. Und mir wird selber schlecht. Wir können die Achterbahn nicht fahren. Oh, ich dachte, wir können wenigstens die Achterbahn fahren. Aber man kann jetzt schön auf den Mond gucken. Ah, das ist ein kleiner Spoiler für mein Spiel später. Ich verrate nichts. Mein Mund ist zu. Übrigens, alle Leute, die nur Sunhaven bei mir gucken, mein Spiel macht Fortschritte. Kann ich ja nicht schlimmer sagen. Und das ist jetzt einfach das, der Weg zum Schloss, ne? Ja. Den kennen wir ja schon. Krass, da haben wir doch alles gesehen. Ich dachte, wir können die Achterbahn fahren. Oh Mann. Achterbahn. Ich wollte doch Achterbahn fahren. Achterbahn fahren. Leider geht das nicht. Schade, 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 schade. Hier ist noch ein Minispiel, was ich nicht gemacht habe, glaube ich. Ja. Und ja, so ein Basso haben wir schon. Aber wir haben auch schon sehr... Ach komm, ich versuch's mal eben. Hallo, meine künstlichen Augen zeigen, dass du einen Schlag einstecken kannst. Wie heißt du, Fremder? Du denkst, du bist hart. Ich kann es beweisen auf die eine oder andere Weise. Das Problem ist, ich glaube, ich muss schlagen mit einem Hammer. Und haben wir überhaupt einen Hammer? Gibt es einen Hammer? Moment. Gibt doch Hammer im Spiel, oder? Den Spitzhacke. Aber vielleicht müssen wir mit der Spitzhacke draufhauen. Wie aufregend. Zuerst will ich dir erklären, wie ich arbeite. Du kannst dir das hier wie ein Sparring-Kampf zwischen Kämpfern vorstellen. Eine Strohpuppe wird aus mir herauskommen und es ist deine Aufgabe, sie zu verprügeln. Versuche einfach so viel Schaden, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Ich bewerte deine Leistung und vergebe Punkte, je nachdem Schaden, die du anrichten kannst. Und damit ist die Erklärung beendet. Noch Fragen?
Okay, Champion, zeig mir, was du drauf hast. Ja, leider nicht viel. Ich kann leider meine Waffen nicht nutzen. Immerhin. Das war nicht viel Schaden, den ich jetzt mache, aber... Immer mache ich irgendwelchen Schaden. Die Zeit ist um. Bewertung von Throwdown. Analyse abgeschlossen. Du hast insgesamt 6x2 Schaden. Nicht schlecht. Dein Stärkewert ist der höchste unter den unteren 30% aller Spieler. Bitte nimm deine Belohnung an. Spiele bald wieder. Yay. Naja. Hätten wir unser Schwert, hätten wir das Ding so platt gemacht. Aber sowas von. Yay. Zuckerwatte und Popcorn. Ey, wir müssen hier echt mal mehr an diesen Chatten abhängen und so. Habe ich den Tag eigentlich wieder kurz gestellt? Ach, ich hatte den Tag auch kurz gestellt. Deswegen geht er so schnell rum. Ich habe mich schon gewundert, warum geht der Tag so schnell rum? Oh Mann. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich ganz schön fürchterlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es doch auch nicht. Was ist nur mit mir los? Es ist keine Hoffnung in Sicht. Nein, 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 nein. Auf nach Hause. Ja, wir müssen dann wieder in Sunhaven schlafen, weil der Greif wird wieder am Schlafen sein. Aber ist auch gut, wir müssen ja eh noch die Axt holen. Bevor wir das Quest weitermachen können. Na, komm schon, traut es sein Glück allein. Wir müssen auch bald mal die Platte hier wechseln. So sehr ich die Platte auch mag, aber ab und zu mal ein bisschen andere Musik ist auch ganz nett. So. Gib mir die Axt. Das war jetzt keine besonders gute Axt, aber immerhin. Immerhin ist es irgendeine Axt, vor allem eine Axt, die ich bedienen kann. Ja, damit können wir nämlich jetzt auch leveln wie Sau, weil wir nämlich ganz, ganz viele Bäume fällen können. Das müsste doch auch das... Ja, das levelt das auch auf, aber so krass levelt man nicht, sehe ich gerade. 16 Erfahrungspunkte. Das Aufsammeln hat vorhin deutlich mehr gegeben als das Fällen. Das wird ein Spaß, das zu leveln. Wir müssen 5 Level schaffen. 5 Stück. Eins haben wir gleich geschafft schon. Oh, können wir ernten? Ne, wir können auch nichts ernten, offensichtlich. Die Mithril-Gießkanne können wir aber schon nutzen, ne? Ja, die können wir nutzen. Das ist gut, dass wir die nutzen können. So. Oh, ich könnte euch so viele coole neue Sachen von meinem Spiel erzählen, aber ich glaube, ich lasse erstmal. Wir werden darüber noch reden. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich plane, wenn ich 1000 Abonnenten erreiche, also sorgt dafür, dass ich 1000 Abonnenten erreiche, bitte nicht zu schnell, dass es einen Teaser-Trailer geben wird von meinem Spiel. Inklusive eines... Ja, das verrate ich noch nicht, aber es wird einen Teaser-Trailer geben. Also, haut da rein, ne? Macht mal hier 1000 Abos voll. Bam, badam, badam. Wird natürlich nicht... Also, wird anders aussehen als das Spiel hier zum Beispiel, ne? Also... Ah, das sind die Bäume. Ich brauchte halt einfach nur eine Axt, die ich bedienen kann. Bringen die mehr EP? Die bringen mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. Aber ist halt trotzdem blöd, weil die wachsen auch nicht unendlich. Also die wachsen schon unendlich nach, aber es dauert auch immer ein bisschen, bis wieder neue da sind. Ach, guck mal, die kann ich gar nicht abbauen. Das mit dem Level ist echt ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Dabei gibt es Baumsaat. Also wir können auch einfach Saat sammeln mit den Bäumen. Das ist auch sehr cool. Wir haben ja schon Bäume angebaut und so. Ach, wir haben doch gar nicht genug von dem Zeug. Wir haben erst 2. Das darf ich dann schon wieder weg. Wir müssen das noch hier erledigen. Wir müssen das dann noch erledigen. Die Queste. Äh.
Ich weiß nicht, was da genau gerade blockiert hat, aber okay. Die sind Level 18. Die haben höhere Level bekommen, die Gegner. Definitiv. So, auf hier nach oben. So, 5 von 6. Ich sehe den letzten Baum. Nur noch die Bäre hier mit. Oder die Bären. So, nochmal die hier mitzunehmen. Wunderbar. Oh ne. Versuche hier hochzuspringen. Mal gucken, ob das geht. Ah, es geht. Nice. Okay. Mal gucken, ob das mit Iris jetzt was wird, dass wir wenigstens mal mit dem Drachen sprechen können. Sonst fühle ich mich heute nicht glücklich, wenn wir das nicht schaffen. Dann bin ich nicht glücklich. Gar nicht glücklich. Iris war doch hier unten irgendwo, oder? War die hier? Die war hier vorhin, aber da ist sie jetzt nicht mehr. Iris, wo ist Iris? Da. Moment, wir müssen eins nach oben. Ist, glaube ich, links, ja. Steht vor ihrem Haus. Danke, dass du dich so schnell darum gekümmert hast, Potato. Ich denke, das wird Wild sicher helfen. Gib mir nur einen Moment, um diesen Saft zu verzaubern. Also gut, die Verzauberung, die ich diesem Saft hinzugefügt habe, wird mehr als genug sein, um Wild wieder auf die Beine zu bringen. Was? Oh, reib ihn einfach damit ein. Das wird schon klappen, vertrau mir. Okay. Dam-ba-da-dam-bam. Bitte sehr, Wild. Ich habe etwas leckeren Saft für dich. Du schmierst diesen Saft überall auf Wild. Dabei zieht der Saft schnell in die raue Rinde seines Körpers ein. Sobald der größte Teil des klebrigen Saftes aufgesogen ist, schüttelt sich Wild wach. Mir geht's gut. Ich fühle mich für einen kurzen Moment sehr müde. Zum Glück war es nur eine Woche. Jetzt bin ich wieder wach. Eine Woche ist kein kurzer Moment, Wild. Ich bin ein Baum. Eine Woche ist kurz. Oh, richtig. Was brauchst du? Ich bin hier, um Nivara zu sehen. Der älteste Govin hat gesagt, ich kann passieren. Ja, neue Schüler von Nivara. Roots hat mir alles erzählt. Du bestehst jetzt. Wild schüttelt sich sanft und fröhlich. Der verzauberte Saft ist vollständig in seine Rinde eingezogen. Könnte es eine Verbindung zwischen der Ruhephase des Wächters und der Ausbreitung der Dunkelheit geben? Was auch immer der Grund sein mag. Wild scheint jetzt in Hochstimmung zu sein. Bis dann, Wild. Okay, trifft den Weltendrachen. Ja, wunderbar, dann schaffen wir es am Ende des Parts noch. Mann, sieht das hier hübsch aus. Ja, wir schaffen es noch. Die Darstellung eines Elfen, der in einem trance-ähnlichen Zustand verharrt und die Statue betrachtet, erfüllt dich mit einer Aura der Gelassenheit. Willkommen in meinem Zufluchtsort, Potato. Ich habe schon viel von deinen Reisen gehört. Hallo, Weltdrache. Sei gegrüßt. Ich habe auf deine Ankunft gewartet, seit Elios mir von deinem Kommen erzählt hat. Der Weg, der hierher führte, war nicht einfach, aber du hast ihn sicher zurückgelegt. Du hast eine bewunderswerte Ausdauer. Ich bin Nivara, der Weltdrache. Meine Heimat ist hier, bei den Elfen von Nelvari. Sie sind meine Freunde. Aber ich betrachte sie auch als meine Familie. Ich würde dich genauso betrachten, Potato, wenn du mir nur erlauben würdest, dein Innerstes zu sehen. Wirst du mir Fragen stellen? Wenn du bereit bist zu antworten, Potato, dann bin ich bereit. Ich danke dir, Potato. Bitte mach deinen Kopf frei und antworte mir mit deinen wahrsten Gefühlen. Potato, was hat dich nach Nelvari geführt? Ich bin hier, um stärker zu werden. Das sehe ich. Du willst wachsen, so wie alles Leben es tut. Egal wofür du lebst, wir sind alle auf einer tiefen und grundlegenden Ebene miteinander verbunden. Dem Wunsch, uns zu verbessern. Ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Die Macht, die Welt zu verändern, beginnt mit der Macht, sich selbst zu verändern. Du wirst stärker werden und kannst so die Welt immer besser machen. Ich beginne zu verstehen, warum Elios so viel Potenzial in dir gesehen hat. Was siehst du in mir, Nivara? Wie Elios sehe ich auch viel Potenzial in dir. Potenzial ist ein Samenkorn, das genährt werden muss. Alles, Nelvari, was du um dich herum siehst,
war nicht mehr als ein Samenkorn, bevor es zum Wachstum genährt wurde. Wenn du meine Lektionen annehmen willst, werde ich sie dir beibringen. So wie ein Baum, der groß und stark wird, wirst auch du wachsen, kleiner Spross. Du denkst, ich bin ein Spross? Ich sehe alle meine Schülerinnen als Sprossen, die wachsen und lernen wollen. Ich schätze, das macht mich zu einem Spross. Für einen kurzen Moment glaubst du zu sehen, wie sich Nivaras Mund zu einem leichten Lächeln verzieht, während sie auf dich herabschaut und ihr Blick fast mütterlich wirkt. Nun gut, sprich mit mir, wenn du für deinen Unterricht bereit bist, Potato. Wir werden beginnen, sobald du es wünschst. Ich verstehe, Nivara. Yay, machen wir Erkundung-Erfahrung. Wir brauchen nämlich gerade Erkundung, aber es sind nur 80 Stück. Na, immerhin Level up. Nivaras Lektion, Perspektive. Sprich erneut mit Nivara, um deine erste Lektion zu beginnen. Aber das machen wir heute nicht mehr, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bei der nächsten Aufnahme, die ich dann morgen mache. Für euch dann vorgestern, glaube ich. Ich glaube schon. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.